Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wundert euch nicht über das neue Setting. Das wird nicht so bleiben. Ich habe nur gesagt, ich nehme euch diese Woche mit durch mein Leben, meinen Alltag, weil ich doch bei sämtlichen Q&As in regelmäßigen Abständen gefragt werde, wie das alles funktioniert mit Brotjob, Schreiben, Lesen, Rezensieren, Kleinkind, Hund, Haushalt und Co., was halt alles so in meinem Leben vonstatten geht. Und Etsy-Shop, das ist nämlich auch ein großer Bestandteil meines Tages, wenn es gut läuft. Ja, ich habe diese Woche ein paar Dinge vor. Ich möchte neue Artikel in den Shop einstellen. Dementsprechend müssen Produktfotos gemacht werden. Ich habe noch ein paar Bestellungen abzuarbeiten. Dann hat eine Freundin von mir auch einen Etsy-Shop und die legt immer so kleine Schutzengelchen von mir bei. Das heißt, ich muss diese Woche auf jeden Fall noch Schutzengelchen machen. Und ja, die Bestellungen kann ich ja nicht beeinflussen. Aber ja, da denke ich, dass da auch diese Woche noch ein paar Sachen anstehen werden. Dann geht es ja nächste Woche auch für uns in Urlaub, Malas erster Urlaub am Meer. Bin schon ganz gespannt, wie sie das finden wird, wie sie den Flug finden wird. Und dafür ja, muss auf jeden Fall diese Woche der Koffer gepackt werden. Aber ich denke, das mache ich am Wochenende. Dann habe ich noch neue Sachen auf dem Plotter vorzutesten, weil ich mir ein T-Shirt machen will mit diesem, was ich überall sehe, mit diesem Mom und dann den Namen vom Kind darin. Ich habe mir da ein Tutorial rausgesucht, wie man quasi aus dem Mom den Namen ausschneiden kann, um ihn dann in einer anderen Farbe kleiner nochmal reinzusetzen. Hört sich jetzt super kompliziert an, aber ich zeige euch das, wenn es fertig ist. Dann geht es diese Woche auch noch mit dem Zug zu meiner Schwester, weil wir ein Konzert besuchen werden in Ulm, das eigentlich schon 2020 hätte stattfinden sollen. Ich habe damals zu Weihnachten 2019 Konzertkarten für Vincent Weiss gekriegt, weil ich schon vorher zweimal Karten für ihn hatte und zweimal aus tragischen persönlichen Gründen, familiären Gründen das Ganze absagen musste. Zweimal, ohne Spaß. Ich habe schon Angst gehabt, mir nochmal Karten zu kaufen, dass dann nochmal irgendwas passiert. Ja, dieses Mal soll es aber endlich klappen. Meine Schwester wohnt ja in Esslingen, ungefähr 3 Stunden von hier, vom Saarland aus. Und ich habe halt gesagt, weil ich das Kind sowieso nicht mitnehmen kann, die bleibt bei ihrem Papa, dann fahre ich einfach mit dem Zug, weil aktuelle Spritpreise, 9-Euro-Ticket, dreimal umsteigen, bist du da. Genau, und dann geht es montags wieder heim mit dem Zug und ja, schauen wir mal, wie die Woche so wird. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und, ach so, ich bin jetzt gerade ungeschminkt, deshalb sieht man's. Also ich werde auch immer gefragt, was das ist. Das habe ich nämlich auf meinen alten Videos nicht gehabt und meine treuen Zuschauer unter euch haben mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, was ich da an der Stirn auf einmal gemacht habe. Das ist eine Pigmentstörung, die ich seit der Schwangerschaft habe. Die ist einfach in der Schwangerschaft aufgetaucht. Auf einmal, so im letzten Drittel, hatte ich so einen braunen, oder ab der Hälfte ungefähr, hatte ich so einen braunen Fleck auf einmal auf der Stirn. Und, falls man es nicht sieht, hier ist auch Pigmentstörung. Ich habe keinen Dermbad, das ist eine Pigmentstörung. Die ist in der Schwangerschaft aufgetreten. Ich habe eigentlich gedacht, nach der Schwangerschaft, wenn die Hormone abflauen, geht das auch wieder weg. Aber scheinbar nicht. Ja, ist dann halt so. Nur auf meinen normalen Videos sieht man es halt nicht so gut. Jetzt bin ich komplett ungeschminkt. Da sieht man es dann halt. Und gerade jetzt, wo die Sonne halt auch immer rauskommt, kommt das auch vereinzelt raus. Ich habe ja auch hier am Arm, ich weiß nicht, ob ihr es seht, so eine Stelle, ich muss mal hinter mir, eine Stelle, wo ich ganz viel Muttermale habe. Der Körper ist ein komisches Werk. Aber egal. Ich würde sagen, wir starten in die Woche mit einer Bestellung von Etsy und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Ich habe jetzt übrigens das Mom ausgeplottet
Das wird jetzt so mittig aufs T-Shirt-Top kommen. Und, muss ich gucken, wo es ist, ihr seht ja den Ausschnitt. Das wird dann quasi so in schön auch noch danach aufgebügelt und dann denke ich, wird das richtig, richtig cool. Und dann habe ich hier noch ein T-Shirt von Marla, das so ein paar kleine Flecken hat. Das sehe ich jetzt auf der Kamera nicht richtig, aber es hat so ein paar kleine Flecken, die nicht rausgehen. Und deshalb machen wir da einfach was drüber. Ich habe ihr da jetzt einfach Ciao Kakao aufgedruckt, weil ich das ganz witzig fand. Oder wahlweise auch einfach den Captain. Das wissen wir noch nicht. Aber ich finde, so sieht das eigentlich relativ süß aus, oder nicht? Ja, ich werde jetzt auch gleich noch das Buch hier signieren und werde das verschicken. Lustige Story. Ich war in eBay Kleinanzeigen aktiv, habe da ein anderes Buch verkauft, das ich aussortiert habe und habe eine Postkarte von Love Me Girl dazugelegt. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, du hast ja auch ein Buch geschrieben, kann man das signiert bei dir kriegen? Ich sagte, ja, kann man. Und jetzt kriegt sie halt noch die Illustration dazu und den Surfboard-Sticker. Ja, das bringe ich jetzt gleich noch auf die Post. Genauso wie die Bestellung von vorhin. Und dann seid ihr die Show, unser Licht hat nichts mehr zu tun. Wir setzen auf euch. Pass auf, Handys runter und will. An einem Donnerstag. Ich habe schon mal alles hier vorbereitet zum Filmen. Hier steht mein Stativ. So sieht das übrigens immer aus. Guckt nur bitte das Chaos nicht an. Also ich sitze immer quasi vor meiner Couch, weil wenn ich auf meiner Couch sitzen würde, dann würdet ihr die ganzen Bilder da oben sehen. Und ich möchte meine Tochter nicht im World Wide Web haben. Deshalb, ja, so im Hintergrund seht ihr es manchmal, aber ich möchte das nicht. Und deshalb sitze ich auf dem Boden vor der Couch. Nur falls ihr euch das mal gefragt habt, warum ich das denn so mache, wie ich es mache.
Ja, ich werde jetzt gleich ein bisschen filmen. Wie gesagt, nächste Woche geht es ja in Urlaub und deshalb möchte ich ein bisschen vorproduzieren, dass auch während meiner Woche Auszeit Videos online kommen und dass auch quasi die Zeit nach meinem Urlaub abgedeckt ist, dass ich nicht heimkomme und direkt wieder go, go, go Videos drehen muss, sondern mich wirklich darauf konzentrieren kann, erstmal die Wäsche zu machen, erstmal anzukommen, nochmal akklimatisieren und so weiter und so weiter. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man in Urlaub ist. Ja, ich werde mich jetzt gleich hier runtersetzen und dann fange ich mal an, dass ich glaube, heute ist dran What I Read Next, also das Subvoting-Video. Und ich werde noch ein zweites drehen, aber das verrate ich euch noch nicht, was es ist. Bis später. Heute werden wieder ein paar Produktfotos für den Shop gemacht. Dazu lege ich einfach immer nur eine Decke auf mein Bett. Mache hier dann so ein bisschen Schleierkraut dazu, weil ich finde, dass das sich sehr gut zu Schmuckfotos macht. So als Deko-Element. So, dann kommt hier der Schmuck, der fotografiert werden soll. Drapieren wir das noch ein bisschen. Bleibt liegen. Und dann würde das Produktfoto ungefähr so aussehen. Ich habe die gleichen hier jetzt nochmal in Roségold. Das habe ich euch ja gestern schon erzählt. Und von denen mache ich jetzt auch noch ein Foto und dann bearbeite ich die und stelle sie in den Shop ein. Hello, hello. Ich bin gerade dabei, die Packliste für den Urlaub zu machen und am Überlegen, welche Bücher ich mit in Urlaub nehmen möchte. Das ist eine schwere Frage, denn wie ihr wisst, wer die Wahl hat, da oben geht es übrigens noch weiter, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja, ich habe überlegt, dass ich vielleicht für den Flug ein Taschenbuch mitnehmen möchte und für den restlichen Urlaub vielleicht auch nur den Kindle. Ich habe nämlich noch vom Fischer Verlag das Reich der Vampire zur Verfügung gestellt bekommen als E-Book. Ich wollte es zwar eigentlich zuerst als Print, aber dann dachte ich mir, schleppst du das dicke Ding sowieso nicht mit in Urlaub und dann fragst du es einfach als E-Book an und dann kannst du es im Urlaub auch lesen. Dann habe ich noch beim Bloggerportal The Way I Break angefragt, aber da ist noch keine Antwort bisher dran, steht immer noch nur in Prüfung. Und das wäre eventuell mein Flugbuch. Und ich habe noch ein E-Book bekommen von The Flames Too Wild oder wie, ich weiß gerade genau, wie es heißt, das mit diesem orange-gelben Cover. Ich weiß, wer es geschrieben hat und ich weiß, dass es mich interessiert, aber es heißt, glaube ich, No Flames Too Wild, so heißt es. Ach, ihr wisst, ich habe es nicht so mit Namen. Ich muss gerade so lachen. Lana liegt auch wieder sehr geil hier. Scheint bequem zu sein. Ich werde jetzt gleich mein Täschchen packen, nachdem ich die Kleine aus dem Bett geworfen habe. Und dann fahren wir zu Tatjana, von der ich euch sowieso ständig erzähle, meine Buddy-Read-Partnerin in Crime. Und wir haben uns tatsächlich erst über Bookstagram kennengelernt, obwohl wir ganz in der Nähe wohnen. Das ist echt witzig. Bookstagram verbindet einfach. Ja, und dann kommt noch die Ina, meine Lektorin. Und die kenne ich auch von Bookstagram. Und die beiden sind schon länger befreundet. Von daher ist hier großes Freundetreffen heute angesagt. Wir wollen ein bisschen in den Garten gehen, die Kinder zusammen spielen lassen. Und ja, lasse jetzt einmal noch meine Aufmerksamkeitsdirne in den Garten. Und dann mache ich die Kleine wach. Ich denke, das wird ein richtig schöner Nachmittag. Und wir sehen uns einfach später wieder. Guckt mal, was gerade angekommen ist. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe das beim Bloggerportal angefragt und das Problem war, jeder hat es genehmigt oder abgelehnt gekriegt. Bei mir stand noch tagelang in Prüfung. Da dachte ich schon, ja gut, die ganzen Anfragen werden raus sein und jetzt kommen so nach und nach die Absagen. Aber ich habe es bekommen und das geht auch direkt mit in den Urlaub. Hallöchen an einem
Montag. Ich dachte, ich ziehe den Vlog noch ein bisschen länger. Also es ist jetzt mehr als eine Woche vergangen in der Zwischenzeit. Es ist aber auch ein bisschen was passiert. Zum Beispiel war ja der Plan, schön zu meiner Schwester aufs Konzert zu fahren mit dem Zug. Der Hinweg hat auch super gut geklappt. Und ja, der Rückweg war ein bisschen Chaos. Das hatte aber nicht nur mit der Deutschen Bahn zu tun. Ich wollte eigentlich morgens schön Homeoffice machen bei meiner Schwester und dann mittags entspannt mit dem Zug heimfahren. Ich denke, hätte ich das so gemacht, wäre das alles auch kein Thema gewesen. Aber ich habe arbeitstechnisch eine E-Mail bekommen, die mich dazu genötigt hat, ins Büro zu fahren. Ja, von Esslingen nach St. Ingbert dauert das halt. Und wenn man kein Auto dabei hat, dauert das halt noch länger. Das heißt, meine Schwester hat mich an die S-Bahn gefahren. Dort habe ich dann festgestellt, als sie natürlich schon weg war, dass mein Nachfolgezug wegen kurzfristiger Erkrankung der Mitarbeiter ausfällt. Das heißt, ich habe anstatt den geplanten 4 Stunden zurück ins Saarland 6,5 gebraucht, weil ich so viel Wartezeit hatte wegen Ausfällen etc. Dann ist noch ein anderer Zug, der eigentlich auf meinem Gleis kommen sollte, einfach auf einem anderen Gleis gefahren. Und ich habe ihn quasi auf einem Zug auf dem Bahnsteig gegenüber einfahren sehen und dachte nur so, ja, hat alles ein bisschen das Ganze verzögert. Wie gesagt, 6,5 Stunden war ich unterwegs, um kurz im Büro was zu klären, wofür ich anwesend sein musste. Aber that's life. Sowas passiert halt. Und dann kam ich halt ein bisschen gestresster heim von meiner schönen Reise und meinem schönen Konzertfeeling und. Ich sitze hier übrigens, weil ich gerade noch den Lesemonat für euch abgedreht habe. Morgen geht's nämlich für uns in Urlaub und deshalb habe ich den Lesemonat für mich als beendet erklärt. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich jetzt das gleiche trage wie im Lesemonatsvideo. Ich sag jetzt tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.